Neue Wohnungen in der Spremberger Vorstadt. Die EG Wohnen startet in diesem Monat ein neues Bauprojekt. In der Bautzner Straße sollen 2 neue Wohnhäuser entstehen. Diese werden mit 20 modernen 2-, 3- und 4-Raumwohnungen ausgestattet. Die Wohnungen werden jeweils eine Wohnfläche von 60 bis 110 Quadratmetern haben und einen Balkon oder eine Terrasse bekommen. Die beiden Gebäude werden die Hausnummern 138 und 139 tragen. Im Sommer 2017 sollen die Neubauten bezugsfertig sein. Ausgezeichnete Sportlichkeit. Das Cottbuser Sportzentrum bietet morgen zum zweiten Mal die Möglichkeit an, das Sportabzeichen abzulegen. Schüler, die für ihre Bewerbung das Sportabzeichen brauchen, aber auch alle anderen Schüler, Eltern und Großeltern können hier ihren Leistungsstand überprüfen und bescheinigen lassen. So zum Beispiel auf den Lauf- und Sprintstrecken sowie bei den Sprung- und Wurfstoßdisziplinen. Zu beachten ist, dass die Schwimmleistung im Vorfeld erbracht werden muss und eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro anfällt. Los geht's morgen um 17 Uhr im Sportzentrum. Passgenaue Ausbildungsvermittlung. Die Agentur für Arbeit Cottbus bietet am Samstag eine Stellenbörse an. Thema sind Ausbildung, Berufsorientierung und Berufswahl. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu konkreten Ausbildungsstellen. Berufsberater, Arbeitsvermittler der Agentur und des Jobcenters und Dolmetscher stehen ebenfalls zur Verfügung. Start der Stellenbörse ist um 10 Uhr im Foyer und im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Cottbus.